Ja, Forum 3 hieß Zukunftssicherheit. Es gab drei Vorträge und mir fällt es zugegebenermaßen schwer, einen Bogen über diese drei Vorträge zu ziehen, weil sie gingen in sehr unterschiedliche Richtungen. Der erste war mein eigener, hat sich beschäftigt mit der Verbindung von Recht und Normung, mit dem Thema Vermutungswirkung, eine lockere Verbindung zwischen Gesetzgeber und Normung, die schon lange praktiziert ist und sich sehr, sehr bewährt hat, sehr innovationsfreundlich ist. Aber man merkt so in letzter Zeit, diese an sich lockere Verbindung, die Freiheit und Flexibilität gibt, wird immer mehr umbaut mit zusätzlichen administrativen Maßnahmen. Der Sprung von der letzten Niederspannungsrichtlinie auf die neue Niederspannungsrichtlinie zeigt das deutlich, wo das ganze Verfahren deutlich komplizierter geworden ist. Und das sollte man meines Erachtens nochmal überlegen, ob das eigentlich notwendig ist, ob nicht das klassische System der Gesetzgeber vertraut auf Normung eigentlich ausreicht. Der zweite Vortrag war von Herrn Eilhardt, befasste sich mit einer neu überarbeiteten Norm für den Bereich Audio-Videotechnik und Telekommunikationstechnik, wo man die Sicherheitsnormung umstellt, so habe ich es verstanden, von vorher technologieorientiertem Denken auf ein technologieneutrales System. Man geht von Gefährdungsklassen aus, von Energieklassen, die Gefährdungen nach sich ziehen und setzt darauf dann Schutzmaßnahmen auf, die unterschiedlich hoch sein müssen, je nachdem, wie hoch die Energieklasse ist, wie man sich verletzen kann, beziehungsweise auch welches Personal mit damit in Berührung kann. Ist es der einfache Laie oder die Fachkraft? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist, glaube ich, die erste Norm dieser Art, nennt sich Hazard-Based Standard. Es ist vielleicht ein Modell für die Zukunft, die auch an der Stelle vielleicht für Flexibilität sorgt. Der dritte Vortrag war von Herrn Luber, befasste sich mit Gleichstromnetzen, wozu ich in der Anfangsmoderation gesagt habe, naja, das ist doch das System, von dem man Anfang des Jahrhunderts gesagt hat, lassen wir sein, ist zu gefährlich, brennen zu viele Häuser ab. Jetzt kommt es wieder. In der Tat, es kommt wieder, gibt neue Überlegungen aus verschiedenen Gründen. Einmal aus dem Bereich Entwicklungsländer, Versorgung mit relativ geringer Leistung von Häusern in abgelegenen Dörfern, wo es eigentlich keine Stromversorgung gibt und man die öffentlichen Netze auch gar nicht haben will, weil dort Laien an den Netzen arbeiten, sondern versucht man dort in Indien mit 48 Volt und 100 Watt, 400 Watt zurechtzukommen, wo man in Anführungsstrichen theoretisch auch basteln darf. Das ist so die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung hier in unseren Entwicklungsländern, in unseren entwickelten Ländern, kommt der Gleichstrom auch wieder durch Photovoltaik, E-Mobility und im Bereich der Datenverarbeitung als lokale Netze. Ja, und Herr Luber hat berichtet, wir haben da noch ein paar Lücken, sowohl in der Forschung wie in der Normung. Dadurch, dass der Gleichstrom als Energieversorgungssystem in der Vergangenheit keine Rolle gespielt hat, hat auch keine große Forschung dort stattgefunden. Man hat jetzt mittlerweile Schutzgeräte, wo man manche der Probleme beherrschen kann im Gleichstrom, die es früher nicht gab. Aber es ist noch einiges offen. Und im Bereich dessen, was im Menschen passiert, wenn er einen elektrischen Gleichstromschlag kriegt, weiß man auch noch nicht so ganz genau. Da wird also noch einiges zu tun sein. Also Zukunftssicherheit an der Stelle auch, ja, Forschungsentwicklungen, Forschungslücken, die noch zu schließen sind. Ja, das war der Teil aus dem dritten Panel und ich gebe weiter.